Data Dialer Inc. Productions präsentiert. Nicht nur mit Geld oder Waffen lassen sich die Menschen beherrschen. Auch Wissen war immer schon Macht. Wer viel über die Menschen weiß, hat sie in der Hand. Früher war es hauptsächlich der Staat, der Informationen über seine Bürger gesammelt hat und diese Informationen auch bei Bedarf auch eingesetzt hat. Wobei, das mit der Überwachung war früher eine mühsame Angelegenheit. Heute ist es einfacher. Data Dialer. Legal, illegal, scheißegal. Steck auf einem kleinen Hinterzimmerdealer zum mächtigsten Datenmogul. Hol dir die besten Datenleckerbissen vom Schwarzmarkt. Gründe eigene Firmen und Online-Projekte. Stell dir dein Team zusammen. Entwickle deine Werbestrategie. Baue dein Datenimperium aus. Und sammle noch mehr Profile. Dein Ziel? Viele Millionen Profile. Mach deine Datenbank zu einer mächtigen Maschine. Jedes dreckige Detail zählt. Deine Datenbank ist hochintelligent, wenn du gut bist. Werden sie wie Schlange stehen. Hilf ihnen, Entscheidungen zu treffen. Und deine Kasse wird klingen. Gute Ware ist immer gefragt. Verbünde dich mit anderen Data-Dialern, breche die Datenbank deiner Kunden ein, erober die Welt. Warnung, Protest gegen Datenmissbrauch. Image-Kampagne. Klick. Data-Dialer. Demnächst auf datadialer.net und facebook.com. Ja, hallo zu meinem zweiten, Let's Play. Ich weiß selber noch nicht ganz, wie ich es nennen werde. Das Spiel ist Data Dialer, wie man sieht, ist noch in Demo-Phase, also kann auch einige Fehler enthalten. Und es wird noch sehr viel Content dazukommen. Also ich persönlich teste gerade auch so ein bisschen mit die Closed Beta, was ich natürlich dann auch als Spiel wahrscheinlich in der Open Beta oder dann direkt in der Vollversion auch mal spielen werde. Ja, das Spiel an sich, kann man auch eben sagen, läuft unter CC-Lizenz, das heißt, die Firma kriegt durch das Spiel kein Geld. Das heißt, wenn ihr das spielen wollt, es ist alles kostenlos. Ihr könnt das in Ruhe spielen. Da muss man nichts zahlen. Bevor ich jetzt viel rede, denke ich, schauen wir uns das einfach an. Das ist halt, wie gesagt, eine Demo. Daher werden wir jetzt direkt ins Geschehen hineingeschmissen. Das heißt, es gibt jetzt kein großes Intro, nicht allzu viele Aufgaben. Das kommt aber noch alles. Willkommen bei Data Dialer Demo. Bist du bereit? Drücken wir natürlich auf OK, also das ist deine Datenbank. Bereit für Millionen hochwertige Persönlichkeitsprofile? Ja. Der Schwarzmarkt. Gegen ein wenig Cash liefert dir deine Kontakte erstklassige Ware. Sammle Profile. Hol dir die neuen Profile ab. Ach, da sieht man sie gerade schon hier durch die Gegend fliegen. Und lass die Datenleitung glühen. Dann Imperium. Gründe eigene Firmen und Online-Projekte. Projekte. Mit Gewinnspielen oder Internetpartnerbörsen lassen sich gute Profile scheffeln. Ausbauen.
Bau deine Projekte aus, mach Werbung und stell dir dein Team zusammen. Geld machen. Stell deine Datenbank gegen Cash interessierten Firmen zur Verfügung. Und kassieren. Mach gute Deals und lass die Kasse klingeln. Im Inneren. Deine Datenbank Deine Datenbank ist schon ganz gut gefüllt aus. Neue Profile warten. Tipp. Wirf zuerst gleich einen Blick in deine Datenbank und schau, was zu tun ist. Get ready. Noch Fragen? Dann wirf einen Blick in die Hilfe. Unerschrockene legen einfach los. Ja, wir sind unerschrocken. Also erstmal, natürlich kommen hier noch kleine Fehler drin sein. Wie gesagt, ist eine Demo. Rechtsklick geklickt. Wie man sieht, ist es halt browserbasiert. Also die andere Version ist halt nicht Flash, die Original. Ich weiß gar nicht, wie es bei der Demo ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die ist ein HTML5. Das heißt, es ist nicht ganz so anfällig für Schadsoftware. Was natürlich auch ein interessanter Aspekt ist, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Und zur Vollversion, so ich bisher die Entwickler einschätze, wird die Vollversion auch komplett ohne Bugs oder mit sehr, sehr wenigen, nur durch dummen Zufall hervorführbaren Bugs herauskommen. Nicht so wie gewisse große Firmen, die das mal ein bisschen zu schnell machen. Okay, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir haben jetzt hier so Onkel Enzo, Stefan Petzold, Schwester Elfriede. Was hat denn die Schwester Elfriede so? Schwester Elfriede arbeitet im größten Krankenhaus des Landes. Seit 20 Jahren opfert sie sich in der Pflegestation auf. Jetzt wurde ihr Arbeitszeit verlängert und ihr Lohn gekürzt. Das findet sie gar nicht okay. Zufällig hat sie vollen Zugriff auf den Krankenhauszentralcomputer, braucht das Geld und wäre bereit, uns zuverlässige Daten über den Gesundheitszustand ihrer Patientinnen zu besorgen. Ja, dann holen wir ein paar Daten. Also muss sagen, alle diese Bildchen hier haben noch Hintergrundinformationen. Ein Problem nur, jede Menge zu lesen, und ich kann noch nicht speichern. Das heißt, ich werde gucken, dass ich jetzt so viel wie möglich hier eben auch schon zeige und dann dementsprechend vielleicht ein bisschen schneller lese, weil ich jetzt nicht weiß, wie lange ich brauche. Ich werde natürlich ein bisschen brauchen, um alles vorzulesen. Psychotest. Auf Online-Psychotest stehen sie alle. Damit lassen sich detaillierte Charakterprofile erstellen. Die ausführliche Premium-Auswertung für den mühsam aufgefüllten Test gibt es am Ende natürlich nur gegen Angaben von ein paar Eckdaten zur Person. Ja, holen wir auch die Info ab. Vorteilsclub. Sag mir, was du kaufst und ich sag dir, wer du bist. Betreib ein Kundenkartensystem für Supermärkte, Tankstellen, Möbelhäuser oder Fitnessstudios. Die Leute fliegen auf die Sonderangebote im Vorteilsclub und du erfährst alle Details über deren Einkäufe. Was haben wir noch? Okay, kassieren wir gerade mal vom Mobilfunk-Discount. Bevor jemand einen Vertrag bei uns bekommt, brauchen wir ein paar Infos über Einkommen, Zahlungsmoral und so weiter. Leute, die über ihr Verhältnisse leben oder gar Schulden machen uns nur Probleme. Die will keiner. Okay, ich lese doch was langsamer. Meine unausgleichlich besten Leseskills. Okay, jetzt können wir hier die Profile integrieren in unsere kleine Datenbank. Ist noch relativ rudimentär. Kommt noch hier, wird noch ordentlich erweitert. Hat unten nachher so ein schönes Special-Ding, Fließband, wo man die ganzen Sachen einarbeiten kann und. Klicken wir drauf. Die Infos vom Vorteilsclub. Die werden jetzt hier schön einsortiert und wir kriegen die Info. 1.146.000 Profile integriert. Und einige wurden halt aktualisiert und manche neu, wie man unten auch sehen konnte. Hier nochmal. Integrieren. Hier sieht man die neuen und die verbesserten. Die kriege ich mal von der Schwester Elfriede die ein. Was hat sie uns denn gebracht? 10.000 neue und 1.000 verbesserte. Gerundet natürlich. 5.000 neue Profile und. Aha, okay. 48. Der Enzo. Na schön. So, man steigt natürlich mit der Energie hier Level auf, wenn man die ausgibt und Erfahrung sammelt natürlich. Und die Energie wird nach 2-3 Minuten. Steht das hier? Nur 34 Stunden. Ist klar, ist beschränkt. Also in gewissen Intervallen kriegt man natürlich neue Energie.
Ich werde mal sehen, ob wir jetzt das überhaupt direkt schaffen oder ich eine Pause machen müsste, weil, wie gesagt, nicht speichern und so. Onkel Enzo. Er nennt sich Onkel Enzo und behauptet, sich in das Online-Netzwerk eines globalen Spielerkonsolen-Anbieters gehackt zu haben. Angeblich war es ziemlich easy. Er bietet uns nicht nur Namen und Adressen, sondern auch Passwörter, Kreditnummern und Game-Listen. Insgesamt hat er fast 1 Million Datensätze allein aus unserem Land. Aus unserem Land. Da müssen wir unbedingt dran. Entschuldigung, ich bin noch leicht erkältet. Ich war mal kurz, ganz kurz. Wieder da. Also wie man sieht, man kann die Sachen auch verschieben. Man kann die da anordnen, wo es einem gerade am besten passt. Nein, ich wollte nicht ins Imperium. So, den haben wir aufgefüllt. Partnerbörse. Für die Aussicht auf den Traumpartner schütten die einsame Seelen gerne ihr Herz aus und verraten dir ihr intimstes Geheimnis. Wenn du die E-Mail-Adressen und Pseudonyme den richtigen Namen zuordnen kannst, wird das so richtig interessant. Also aufladen. So, dann laden wir hier noch Stefan Petzold. Der Mr. Petzold steht Tag für Tag in einer heruntergekommenen Filiale einer großen Solarienkette und putzt stündlich den bakterienverseuchten Schweiß von den gläsernen Strahlenkanonen. Ja, schöner Job. Im Thekencomputer gibt es für jeden Solarien-Junkie ein genaues Protokoll aller Besorgungen samt Dauer- und Gerätetyp. Oh, 7 € die Stunde und nicht mal bezahlten Krankenstand. Das ist ihm einfach zu wenig. Nach Krankenstand. Ich glaube, das ist österreichisch Krankenstand, wenn ich mich richtig erinnere. Was sagen die Macher kommen aus Wien, ist eine relativ kleine Firma, die haben auch angeschlossen, also für Leute, die vielleicht, weiß nicht, ein Unternehmen haben, die denken, ach, oder das gerade sehen oder Angestellte, die haben halt auch eine Internet- oder ja, Computersicherheitsfirma mit dran, wenn ich das, ja, auf der Website kann man das entnehmen. Das ist, wenn man nach Office sucht, ne, Datateile Office. Metaflimmer? Ja, ich meine, das war die Firma. So, jetzt können wir die Profile abholen. Gewinnspiel. Setzen den Leuten eine dicke, fette Karotte vor die Nase und sie wissen nicht mehr, was sie tun. Mit attraktiven Gewinnspielen, Postkarten lassen sich gute Profile scheffeln. Je geiler der Gewinn, desto mehr sind dabei. Ja, ne, das kann man nicht aber euch erzählen. Ich habe früher auch mal häufiger so Gewinnspiele oder so ausgefüllt. Und dann hat es auch dann plötzlich Post von anderen Gewinnspielen, die wiederum Sachen haben wollten. Und es war dann irgendwie strange und habe ich aufgehört, obwohl ich dann doch ein glückliches Händchen hatte und viel gewonnen habe. Aber gut, wenn du dann plötzlich Werbung mit deinem Namen drauf bekommst von irgendwelchen Firmen, wo du keine Ahnung, was wieder dran gekommen sind und andere Gewinnanbieter, wird doch schon ein bisschen strange. Auf Online-Psychotests stehen sie. Ach, das habe ich schon vorgelesen. Ha, ach gut. So, Vorteilsclub. Wir haben noch 3000. Ah, Gratulation. Du hast Level 5 erreicht. Neuer Agent. Ganz schön umtriebig. Du hast über Umwege einen neuen Bekannten gemacht. Dr. Ernst Krasser kennt die wichtigsten Leute im Staat. Neue Kontakte. Zum einen Stand serviert er dir zwei seiner unzähligen Kontakte auf dem Silbertablett. Schau dir das gleich mal näher an. Gut, Franz Sauerzapf. Franz Sauerzapf ist Gerichtsvollzieher und hat es schon lange satt, jeden Tag die schwer verschuldeten armen Schweine zu besuchen und denen auch noch Fernseher, Computer und Autos wegzunehmen. Er ist irgendwie zynisch geworden. Nennt man das Burnout? Wenn du ein paar Kröten rüberwachsen lässt, schickt er dir gerne regelmäßig die Daten seiner Kunden und die von ein paar Kollegen gleich dazu. Also füttern wir mal mit Geld. Sieglinde Bayer-Wurz. Ist Abteilungsleiterin im Bildungsministerium und hat mit dieser neu eingeführten zentralen Schülerinnen-Datenbank zu tun, in der seit kurzem zur Vereinfachung der Verwaltung jede Schul- und Universitätslaufbahn mit allen Einzelheiten abgespeichert wird. Sie verdient zwar nicht schlecht, aber mit dieser Innenstadt-Dachgeschosswohnung hat sie sich vielleicht doch etwas übernommen.
Ja, füttern wir sie auch. Und jetzt haben wir hier noch eine kleine Sache, nämlich wir können hier noch ausbauen. Ja, Logo-Design haben wir schon. Wir haben noch ein bisschen 1300. Bevor wir ausbauen, würde ich sagen, machen wir